Herzlich willkommen zurück hier bei Marxen Brothers. Mein Name ist Philipp Marxen und heute bespreche ich mit euch das Thema, was wir aus YouTube lernen können. Das ist natürlich ein Thema für euch, weil ihr schaut ja gerade ein YouTube-Video, aber auch ein Thema für uns, für meinen Bruder und mich, denn wir erstens schauen uns manchmal YouTube-Videos an, aber wir wollen auch das mal ganze Mal hinterfragen. Zuerst haben wir angefangen, ein paar andere YouTuber zu sprechen und die Rückmeldungen waren von, naja, man kann relativ wenig lernen, weil häufig werden die gleichen Aktien besprochen, bis hin zu, hey, ich lerne eine ganze Menge dazu. Was wir zumindest lernen können, ist, wir lernen immer mal wieder was dazu, zum Beispiel auch neue Aktienideen, die wir so nicht kannten. Aber auch für uns natürlich interessant, YouTube als Business, wir machen ja im Moment überhaupt keine Monetarisierung. Vielleicht ist es aber doch mal interessant, das sich zumindest anzusehen und zu überlegen, auch wie YouTube-Kanäle schnell wachsen. Und der vierte Punkt, bessere Präsentation. Ich glaube, von den Inhalten sind wir gar nicht so schlecht, aber bei den Präsentationen kann ich sicherlich noch vieles lernen von meinen YouTube-Kollegen. Dafür haben wir uns die folgenden deutschen Finanz-YouTuber mal angesehen. Also hier in der Grafik gezeigt sind jetzt die folgenden. Nils Gajowi von der Zahltag-Strategie, Finanzwissen Quadrat und Horst Lünning von dem Unterblock. Ericsson, der ja Lars Ericsson einen eigenen Kanal hat und noch einen Trailermacher-Kanal. Dr. Dividende, ein relativ kleiner YouTuber, Kanal der 1000 Zahltage, der Dividenden-Backpacker, Aktienadler und Philipp Haas. Ihr seht, es geht von ganz kleinen bis sehr, sehr großen deutschen Finanz-YouTubern und es gibt natürlich noch viele, viele mehr und übrigens viele, die wir sehr gerne sehen, die hier aber nicht dabei sind. Es ist ein bisschen eine willkürliche Auswahl, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Durchschnitt, einfach komplett mal durch die Szene. Wie gesagt, viele weggelassen, aber die kommen vielleicht später nochmal in einem zweiten Video dran. Wir haben uns überlegt, wie können wir diese Finanz-YouTuber mal quantitativ beleuchten. Nämlich natürlich können wir mal das ein oder andere Video ansehen und gut finden. Und wir sehen natürlich, wir schauen uns viele Videos von diesen YouTubern an und sind auch wirklich Perlen dabei. Aber jetzt wollen wir das Ganze mal quantitativ angehen und mal schauen, ob wir nicht vielleicht auch sowas wie unentdeckte Perlen finden bzw. Hype finden. Also als gewisse Art Kontraindikator zu sehen. Dafür folgendes Schaubild. Auf der X-Aktie die Marktkapitalisierung, die nach rechts ansteigt. Und auf der Y-Achse nach oben ansteigen, die, wir nennen es Mentions, also wie oft kommt dieses Thema bei den verschiedenen Finanz-YouTubern vor. Kurz vorneweg, wir haben uns natürlich jetzt nicht alle tausenden Videos von dieser Auswahl an deutschsprachigen Finanz-YouTubern angesehen, sondern kurz durchgeschaut von den Titeln her, von den Themen, manche Videos auch reingeklickt. Also es ist jetzt keine Doktorarbeit, es ist nicht 100% genau, aber es gibt einen Hinweis. Und was wir finden sollten, ist natürlich, sehr große Marktkapitalisierungsobjekte sollten auch oft benannt werden. Und sehr kleine, also mit einer sehr kleinen Market Cap, sollten selten benannt werden. Also sowas wie, ja, keine Ahnung, 1PM sollte selten benannt werden, während sowas wie Microsoft oder Apple wahrscheinlich von vielen benannt werden sollte zumindest. Und jetzt sind zwei andere Extreme ja noch viel interessanter, nämlich einerseits die rechts unten Ecke, nämlich unbeachtete Objekte mit sehr großem Market Cap, die fast niemand anspricht, und in der linken oberen Ecke ganz kleine, zum Beispiel Aktien oder andere kleine Werte, die aber plötzlich x Videos von vielleicht sogar verschiedenen YouTubern darüber gibt. Das sind also zwei sehr interessante Punkte. In der rechten unteren Ecke vielleicht, was wir auch nochmal tiefer beleuchten wollen. Und in der linken oberen Ecke, Achtung, als Kontraindikator könnte das auf einen gewissen Hype und vielleicht, wenn es mal sehr hässlich ausgedrückt, stupid German money hindeuten. Natürlich ist es auch so, dass wenn wir deutschsprachige Finanz-YouTuber ansehen, dass deutsche oder Österreicher oder Schweizer Unternehmen überrepräsentiert sein sollten. Also so ein bisschen Home-Bias ist sehr wahrscheinlich normal und auch nichts Verwerfliches. Ja, schauen wir uns die einzelnen YouTuber mal an. Ericsson spricht oft über Charttechnik, über die Marktentwicklung, den DAX, S&P 500, Dow Jones und noch viele andere Themen wie zum Beispiel Gold. Und hier sehen wir als ein Beispiel, ja, der DAX hat so eine ziemlich hohe Marktkapitalisierung, natürlich deutlich weniger als der S&P 500, aber er wird auch sehr von sehr vielen, auch von uns natürlich auf Marx & Brothers,
hin und wieder erwähnt. Also sehen hohe Marktkapitalisierung oft erwähnt und natürlich ein gewisses Home Bias, dass der DAX genauso viel erwähnt wird wie zum Beispiel der S&P 500. Alles so, wie man es erwarten würde. Als weiteren Person hier Nils Gajowi von der Zahltagsstrategie. Beispiel, er spricht sehr viel über REITs, aber auch sowas, also zum Beispiel sowas wie Tanger Factory Outlet, aber auch so Kraft Heinz, Cisco hat er mehrere Videos gemacht, Fraport ein Video, Finanzwissen, Unterblock, Dividenden-Backpacker, Philipp Haas, Aktienadler, 1000 Zahltage, Dr. Dividende, also wir werden jetzt hier nicht mehr alles als Beispiele einblenden, ihr wisst, worum es geht. Und jetzt sehen wir als Beispiele, was haben wir denn gefunden, was besonders ist. Wie gesagt, der DAX, das ist keine Besonderheit, dass der relativ hohe Marktkapitalisierung hat und alle sprechen darüber, aber jetzt hier ein paar riesige Märkte, über die keiner spricht und der erste ist der Bondmarkt. Fast niemand spricht wirklich über den Bondmarkt, was sich da gerade passiert im High-Yield-Bereich oder wie die verschiedenen Investment-Grades sich unterscheiden, dass zum Beispiel 50% der Investment-Grade-Anleihen im Corporate-Bereich BBB-Anleihen sind. Darüber spricht fast niemand von den deutschsprachigen Finanz-YouTubern. Also hier ein Thema, was wir hin und wieder mal angesprochen haben, aber auch gar nicht so aggressiv angesprochen haben. Aber das ist vielleicht eine ganz große Unbekannte, die wir hier gefunden haben. Und natürlich vom Market Cap über 10 Billionen Euro oder Dollar macht in dem Fall keinen Unterschied, aber es wird eben nicht drüber gesprochen. Der andere Punkt ist Foreign Exchange, also wie der Eurokurs, der Dollarkurs oder sowas wie der Renminbi, der brasilianische Real sich entwickeln. Hin und wieder wird mal die türkische Lira angesprochen, aber auch das sehr, sehr selten. Dann gibt es Aktien, über die wenig gesprochen werden, obwohl sie sehr, sehr groß sind. Alibaba und Tencent, beides chinesische Aktien, um die halbe Billion an Marktkapitalisierung. Hin und wieder gibt es mal ein Video darüber, aber viel zu wenig im Vergleich zur großen Marktkapitalisierung. Und sowas wie China Mobile zum Beispiel oder ICBC wird eigentlich überhaupt nicht angesprochen, obwohl China Mobile praktisch die größte Telekommunikationsfirma der Welt ist nach Subscribern und ICBC nach Bilanzsumme die größte Bank der Welt und trotzdem, wir finden zumindest in dieser Gruppe von Finanz-YouTubern keinerlei Videos darüber. Also hier auch eine ganz große Unbekannte, die vielleicht ganz interessant ist, sich mal anzusehen, auch welche Wechselwirkungen das haben könnten. Ja, und als Ganzes auch diese ganze BRICS-Thematik 2005, 2006, 2007, aber auch 2010, 11 waren die BRICS in aller Munde. Im Moment spricht fast niemand mehr über die BRICS. Also auch das ein ganz großes Thema, was im Moment kaum Beachtung findet. Jetzt schauen wir uns aber ein bisschen mehr in die linke obere Ecke. Also was findet sehr viel Beachtung, obwohl es gar nicht so groß ist. McDonald's wird häufig erwähnt, aber ist natürlich mit einer Market Cap von über 100 Milliarden Dollar doch relativ groß. Also hier noch nichts so Außergewöhnliches, ähnlich wie der DAX, wobei der natürlich noch öfter angesprochen wird und natürlich auch größer ist. Jetzt sehen wir aber hier ganz interessant eine ganz kleine Firma, die wir nur bei Philipp Haas gefunden haben. Coima Res, eine Immobilienfirma aus Italien mit sehr vielen Immobilien in Mailand. Scheint auch wenig Leute zu interessieren, aber das ist eben eine Firma, die sonst von niemand besprochen wird. Als Beispiel einfach mal aus der linken unteren Ecke. Und jetzt kommen wir aber oben zur Hype-Zone, zur Zone, die sehr gefährlich ist, weil hier vielleicht eben ganz kleine marktenge Aktien viel zu oft besprochen werden und am besten vielleicht noch, obwohl diese Aktien weit weg sind und man wenig von dem Geschäftsmodell einfach hier mitkriegen kann. Und da sehen wir einerseits Core Estate und Kraft Heinz. Kraft Heinz natürlich auch ein bisschen durch Berkshire Hathaway vielleicht im Fokus. Core Estate als Firma im deutschsprachigen Bereich natürlich auch ein gewisses Home Bias. Also alles noch vertretbar, alles noch letztendlich im Bereich des Möglichen. Wirecard ist auch eine relativ kleine Aktie, natürlich auch wieder aus dem deutschsprachigen Bereich. Sehr, sehr viele Videos, und wir haben ja auch schon Videos über Wirecard gemacht, sehr viele Videos gibt es über Wirecard, sehr viele Diskussionen, auch sehr hitzige Diskussionen darüber. Also hier ist möglicherweise, gibt es hier auch einen Hype. Noch viel stärker dagegen Sixt, letztendlich eine ziemlich kleine Firma, wenn man sich die Marktkapitalisierung ansieht und gleichzeitig in vielen Depots und häufig werden sie hier von den Kollegen von euch sozusagen, die ihr jetzt hoffentlich auch zuschauen werdet,
angesprochen, wie gut vielleicht auch Sixt ist. Und ich möchte das nicht unbedingt bestreiten, dass Sixt gar keine, also ich denke auch, dass Sixt eine ganz gute Firma ist, aber es fällt mir schon auf, dass es doch fast schon in einen gewissen Hype reingeht, wenn fast alle Finanz-YouTuber im deutschsprachigen Bereich über Sixt so extensiv sprechen und zum Beispiel nicht über Bondmärkte oder über Foreign Exchange-Märkte oder über Tencent und so weiter. Und ganz, ganz oben hier in der Liste. Und da gibt es für mich, das hatte ich auch schon oft angesprochen in den letzten 2 Jahren, immer wieder kritisch berichtet, ganz oben Tanger Factory Outlet. Einerseits eben nicht aus dem deutschsprachigen Bereich, also hier können wir nicht davon ausgehen, dass es Home Bias gibt, sondern ich kann es mir schwer erklären, vielleicht nur, weil viele Leute einer Dividendenstrategie vor allem verfolgen und deswegen Tanger Factory Outlet vielleicht interessant war. Trotzdem unglaublich viele Videos dazu von euch und gleichzeitig eine ganz, ganz kleine Firma. Also hier sehe ich es persönlich als Kontraindikator. Ich habe ja auch schon angesprochen, dass ich persönlich seit 2 Jahren die Firma etwas kritisch sehe. Aber ich hoffe natürlich, dass die Firma die momentanen Coronavirus-bedingten Probleme überleben wird. Das kann man natürlich nicht vorhersehen, aber dass es einen gewissen Hype gab, das konnte man sehen. Fazit, ja, ich glaube, man kann auf YouTube extrem viel lernen und ich zumindest lerne von euch und auch mein Bruder, wir lernen von euch sehr, sehr viel, von euch Kollegen sozusagen im Finanz-YouTube-Bereich, deutschsprachig, aber natürlich auch auf dem englischsprachigen Bereich. Auch inhaltlich, welche Firmen kann man sich finden, welche Aktien könnten interessant sein, aber auch sowas wie Schnitt, Sprache, Kameraführung und so weiter. Und wie gesagt, man kann auch gewissem Maße einen Hype erkennen. Weitere Untersuchungen werden folgen und wir werden auch schauen, hat sich das vielleicht auch bei den Privatanlegern festgesetzt, diese möglichen Hype-Themen. Das schauen wir in dem nächsten Video. Bleibt dann dran. Hier aber noch mal der Hinweis: Unten rechts in der Ecke der rosa Elefant. Das sind interessante Sachen, die wir vielleicht auch öfter mal ansprechen wollten. Und ein solcher rosa Elefant, der Elefant in dem Porzellanladen, über den niemand spricht, war natürlich das Coronavirus, das wir als erste deutsche YouTuber hier aufgebracht haben, natürlich durch unsere Informationen. Mittlerweile ist natürlich das Problem bei solchen Themen, ja, nach ein paar Wochen ist es dann ein Thema von allen geworden. Und auf der anderen Seite das Problem bei Sachen, die ganz links unten in der linken Ecke sind, zum Beispiel unser Beitrag über die Frostbank, ja, es haben nur 64 Personen gesehen. Es ist eben so ein kleines Spezialthema, auch wenn ich gesagt habe, das ist die beste Bank der USA, interessiert das relativ wenig Leute. Das ist natürlich das Problem. Als Beispiel hier auch mal von einem Kollegen von Philipp Haas, die Analyse von FactSet hat relativ wenig Views mit 291 Views gesehen. Also können wir sagen, FactSet scheint zumindest im deutschsprachigen Bereich eben kein Hype zu sein. Und vielleicht findet man da eben auch Perlen von den sehr wenig gesehenen Videos von deutschsprachigen Finanz-YouTubern. Vielleicht ist ja FactSet. Also ich würde darauf schließen, dass Frostbank und FactSet sich besser entwickeln würde als Tanger Factory Outlet. Aber das ist nochmal die Problematik, die wir YouTuber haben. Das war's für uns heute.